Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Cat. Ich melde mich von zu Hause aus und ich möchte euch heute einmal zeigen, was ich so in meiner Eislauftasche habe und was ich euch allen empfehle, auch immer mit am Start zu haben. So, wir fangen mal an mit meinem Schlittschuh. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, wenn ihr Eislaufen wollt, dass ihr einen Schlittschuh dabei habt. Ich habe hier einen weißen Schlittschuh von meiner Freundin Jessie und meinen Schlittschuh, der ist ja nun beige, wie ihr feststellen könnt. Das liegt einfach daran, dass Profi-Eisläufer, also so wie ich mal eine war, die Shows gelaufen ist, sprayen ihre Schuhe, also ihren weißen Schuh, in beige. Dafür gibt es so ganz normale Schuhfarben, Lederfarben und damit sprayen wir unsere Schuhe. Das hat den Hintergrund, dass wir im Showgeschäft netzfarbene Strümpfe tragen und das würde ganz seltsam aussehen, wenn diese braunen netzfarbenen Strümpfe über einen weißen Schlittschuh drüber gezogen werden. Und deshalb sprayen wir die, sodass es eine Verlängerung des Beins ist. Dafür gibt es im Wettkampfsport auch diese ganz normalen hautfarbenen Strumpfhosen, die ihr dann über den Schlittschuh drüber ziehen könnt. Das tragen ja auch einige. Also hat den gleichen Effekt, aber im Showgeschäft ist es halt Netz. Genau. So, also wenn wir unseren Schlittschuh eingepackt haben, dann brauche ich, ganz wichtig, diese kleinen Stoffüberzieher. Ja, da habe ich ein Video schon zu gemacht, wie die benutzt werden und warum wir diese Stoffüberzieher haben, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen, unsere Schiene. Und wir haben unsere Schoner, da gibt es auch 1000 verschiedene Exemplare. Wichtig hier, weil da sehe ich auch immer ganz viele, die versuchen von vorne, machen manche, aber am einfachsten ist es wirklich, wenn ihr von hinten anfangt und dann nach vorne drüber zieht. Ja? So kriegt ihr die Schoner am besten drauf. Und dann könnt ihr auch nochmal nachtreten. Die werden mit der Zeit ein bisschen, also die sind noch relativ neu, die werden mit der Zeit ein bisschen nachgiebiger. Also müsst ihr einfach dranbleiben. Ne? Und im Fachgeschäft dann immer auch gleich auf die richtige Größe anpassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt diese Schoner, die so ein bisschen quasi in der Mitte auseinandergeschnitten sind. Da ist es wichtig, dass ihr keine große Lücke dazwischen habt, weil das schont natürlich nicht eure Schiene. Und wenn ihr dann über eine Stufe, über eine Treppenstufe geht, dann habt ihr den Salat, wenn ihr da auf die Kante tretet. Das, was ich auch immer dabei habe, ist mein uraltes Schlittschuhtuch. Damit trockne ich meine Schiene nach dem Eislaufen, damit da kein Wasser dran ist und diese nicht rostet. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass ihr das immer mit dabei habt. Und ich habe tatsächlich auch so eine Routine entwickelt, dass ich dann die doch feuchten Schoner danach einfach in das Tuch packe. Und dann habe ich kein Wasser in der Tasche. Kleiner Tipp. Genau. So, dann kriege ich auch oft die Frage, Cat, was ziehe ich denn für Socken an? Ja, das Sockenthema. Das ist sehr, sehr individuell. Also, es gibt natürlich dickere Socken. Ich habe jetzt hier so einen schönen Pinken natürlich gewählt. Ich persönlich trage schon seit Jahrzehnten diese Nylon-Strümpfe im Schlittschuh. Das hat folgenden Hintergrund. Zum einen spüre ich einfach meinen Fuß besser, aber das ist eine individuelle Präferenz. Zum anderen ist halt dort eine Naht, die ich schön unter meine Zehen packen kann. Ja, weil das, was ihr unbedingt vermeiden wollt im Schlittschuh, weil die ja wirklich eng sind, ist, dass ihr irgendwo so einen Knubbel habt. Ne? Weil das ist nämlich oft das Problem bei diesen dickeren Socken, dass ihr Knubbel habt oder eine Naht. In dem Fall von dem Socken ist das ist ein besonderer Stich. Das werden die Schneiderinnen unter euch wissen und Schneider. Da ist das sehr, sehr schön. Das ist keine grobe Naht, aber es gibt ja auch diese Socken, die so eine ganz harte Naht oben dran haben. Und wenn die euch auf den Zehen liegt und ihr im Schlittschuh seid, Freunde, das macht keinen Spaß. Ne? Also da habt ihr auch eine gute Blase am Ende. Deshalb würde ich euch wirklich raten, egal ob dünn oder dicker Socke, ne, macht wie ihr das möchtet. Generell ist Baumwolle immer eine bessere Alternative als dieser Plastikmist hier. Aber es ist eure Wahl. Achtet nur darauf, dass die keine groben Nähte haben, ne, damit ihr euch da nicht verletzt. Genau. So, dann habe ich immer noch meine Banga Pads am Start. Das sind solche Silikonschützer. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Die packe ich mir dann immer hier um meinen Knöchel. So. Einfach, um ein bisschen diesen Druck vom Schlittschuh
abzumindern. Ne? Weil gerade, also umso fester der Schuh, was ja auch wirklich gut ist, ne? Umso mehr Druck habt ihr natürlich auch auf euren Füßen. Und gerade so ab einem gewissen Level, das sind jetzt die Iceflies von Edea, die, ja, da ist es schon ganz gut, wenn man die Knöchel und alles ein bisschen schützt. Im Übrigen, alles, was ich hier zeige, ist keine Werbung. Ich bekomme kein Geld von irgendjemandem dafür, dass ich euch diese Dinge zeige. Ja, die Bunker Pads gibt es im Fachgeschäft. Ich arbeite sehr, sehr viel und gehe sehr viel auch bei meinem Freund Gerd in Berlin beim Skate & Glide shoppen. Der hat die dort auch. Das hier sind solche, nicht Guard Dogs. Ja, also da gibt es verschiedene Firmen, die das anbieten. Die sind nicht ganz günstig, aber die Dinge halten auch ewig. Ne? Also die könnt ihr ja, dort bekommen. Dann des Weiteren habe ich immer ein paar Handschuhe dabei. Ne? In der heutigen Zeit, ich habe mir die irgendwann mal bei H&M bestellt, die haben nämlich so einen Touchfinger. Ne? Da ich ja viel am Handy hantiere, ist das ganz praktisch. Und die sind auch recht günstig gewesen. Handschuhe sind deshalb wichtig, also zum einen, weil kalt. Zum anderen, wenn ihr hinfallt, ist es dann doch auch ein bisschen ein Schutz, ja, mit Handschuhen unterwegs zu sein, als mit der flachen Hand aufs Eis zu klatschen. Ja, ich persönlich trage auch noch Stulpen auf dem Eis. Die haben auch schon einiges mitgemacht. Das hat auch den Hintergrund einfach der Wärme. Ja, ich habe relativ kalte Füße immer, insbesondere wenn ich unterrichte. Und deshalb ziehe ich mir dann so diesen Stulpen über meine Schlittschuhe drüber, ja, dass das dann ein bisschen mehr Wärme gibt. Also ihr werdet überrascht sein, das macht echt einen Unterschied. Und dann auch auf jeden Fall bis zu den Waden. Ich habe auch noch welche, die höher gehen, die ich im Winter dann anziehe. Das ist wirklich ein Unterschied. Ja, kann ich jedem nur ans Herz legen, der leicht friert, so wie ich. Ansonsten habe ich immer noch ein Schuhdeo in meiner Tasche. Ist auch Flachs welches, persönliche Präferenz. Das nutze ich immer ganz gerne, um das nochmal in die Schuhe zu sprayen nach getaner Arbeit. Und ganz wichtig für Eisläufer, die Taschentücher. Ne? Weil wenn es kalt ist, dann läuft die Nase ganz, ganz schnell. Und insbesondere, wenn ihr dann schon schnellere Pirouetten dreht, ne, dann kommt das Ganze auch mal gerne aus der Nase raus. Ich will da jetzt nicht in das Detail gehen. Also Taschentücher nicht vergessen, ja? Gut, so, ich glaube, dann haben wir eigentlich alles soweit gesagt. Und ich würde gleich mit einem weiteren Video weitermachen. Also wer noch Interesse hat, mehr zu erfahren über das Thema Inliner und Rollschuhe, der sollte sich auf jeden Fall das nächste Video anschauen. Und vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder auf dem Eis. Bis dann!